Daniel Goltz ist schon ein bisschen der Popstar in unserer Branche, auch wenn er das selber nicht gerne hört, wohin das alles führen soll. Und, so sagt er selber, über entspanntes Social Media sprechen wir jetzt. Lieber Daniel, ich fange mal gleich mit dem großen roten Teppich an, der ja auch richtig ist und auch zu Recht ist. 260.000 Follower in den sozialen Medien, bekannt wie ein bunter Hund, und das hat nicht nur mit der eigenen Haarfarbe etwas zu tun. Aufdringliche Fans, ich glaube, man sagt da auch Groupies zu, haben dazu geführt, dass du inzwischen zwei Bodyguards auf der Toppe hast während der gesamten Tage. Also das ist eigentlich Popstar. Ich weiß, du hörst das nicht gerne, aber zumindest Star-Friseur, das hoffe ich, darf ich doch sagen. Und bevor du mir gleich sagst, wie sich das alles anfühlt, würde ich gerne von dir wissen, wer holt dich eigentlich wieder oder was holt dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn du nach solchen Events in Bremen in deine Wohnung wieder nach Hause kommst? Kann ich dir ganz genau sagen, sind zwei Sachen. Erstens, wenn ich natürlich nach Hause komme, nämlich mein Mann zu Hause, der dann gleich sagt, so Schatz, du bist nicht mehr auf der Bühne, sondern jetzt zu Hause, ne? Jetzt wird hier wieder Tacheles geredet. Und zweitens, meine Kunden im Salon, weil okay, das ist ja mein zweites Zuhause, wenn ich nach Hause komme. Und das wissen glaube ich auch die wenigsten. Du arbeitest im Salon, aber es ist nicht der eigene. Richtig, genau. Ich bin seit 19 Jahren dort in dem Betrieb drin, habe dort gelernt, habe dort mich weiterentwickelt, zusammen hat man sich weiterentwickelt und bin auch nie weggegangen. Wenige halten das durch, 19 Jahre am gleichen Ort. Ich glaube, das hält man durch, weil man zusammen groß wird. Mhm. Das ist so, ne? Weil irgendwann, wenn es langweilig wird, also es war mir von Anfang an klar, mir wird schnell langweilig und meine Chefin war das auch klar, die hat mich ganz viel unterstützt. Mhm. Oder meine Chefinnen, die zwei, und haben mir ganz viel gegeben, Seminaren, Fortbildung, Weiterbildung, und haben mich auch so ein bisschen aus dem Salon raustreten lassen. Und das war ein Vorteil für die, ne? Und du bist ja auch ein wirklich fleißiger Mensch. Wenn man auf deine Seite danielgolz.de geht, dann erfährt man so ein bisschen über dich. Da kann man anklicken, über mich. Und es gibt auch ein schönes Video, wie so dein Alltag aussieht. Deswegen braucht man da gar nicht drüber sprechen. Da kann ja jeder einfach mal selber draufschauen auf die Seite. Und was ich auch nicht wusste, aber beeindruckend finde, ist, du machst alles selber. Ja. Also du hast einen eigenen Shop, du arbeitest im Salon, du hast einen eigenen Shop, du machst deine Seminare, deine Vorträge, du organisierst dich selber, du packst deine eigenen Päckchen, wenn jemand was im Shop bestellt, du bringst es zur Post, habe ich noch irgendwas vergessen, machst noch ein Post-it drauf, das heißt, du hast dir das alles hart erarbeitet. Ich dachte immer, Erfolg fällt dir einfach so zu. Das glaube ich eher weniger. Ne? Ich bin ja auch immer so ein Perfektionist. Weißt du? Ich will ja, dass auch alles schön aussieht, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Friseur ein schönes Paket zum Beispiel aufzumachen. Aber mittlerweile muss ich dir dazu sagen, ja, es ist sehr viel Arbeit geworden und mittlerweile habe ich auch zwei, die mir helfen. Und wie viele Stunden arbeitest du die Woche, kannst du sagen? Wie viele Stunden? Guck mal, ich arbeite von 10 bis 20 Uhr donnerstags, freitags und dann nochmal von 10 bis 17 Uhr samstags. Ja, Im Salon. Ich meine dein Gesamtpensum? Ach so, nee, 24 Stunden am Tag. Ah, okay. 7 Tage das die Woche. Das geht ja noch. Ja, geht, oder? Das ist ja quasi Entspannungszeit asiatische ist im Flieger oder im Zug dann später. Die Asiaten haben jetzt für ihr Work-Life-Balance einen neuen Code und der heißt 996. Von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, 6 Tage die Woche. Da kommen wir, glaube ich, auf 72 Stunden, wenn man das mal durchrechnet. Da kommst du wahrscheinlich auch zu. Das heißt, Erfolg muss man sich erarbeiten. Ja. Jetzt zerstörst du gerade eine Illusion bei mir. Nee, also ich habe das irgendwann gemerkt. Das ist ja auch das, warum ich das eigentlich alles angefangen habe. Dieses Blogger-Dasein, Trainer-Dasein, Friseur bleiben. Weil ich mich irgendwann so dermaßen drüber aufgeregt habe als Friseur. Und dann habe ich mir gesagt, so Daniel, jetzt ist auch mal gut. Mhm. Aufregen kannst du dich auch morgen noch oder brauchst du eigentlich gar nicht. Jetzt gehst du das Thema an. Mhm. Und das ist dann dabei rausgekommen, ja. Und wie ist es denn, also wie fühlt sich das denn für dich an? Bist du so die Rampensau? Ist das? Also da verstehe ich jetzt die Frage nicht, ne? Aha. Also ich glaube, wenn man da oben steht vor so vielen Leuten, muss man einfach eine Rampensau sein. Ja. Ich glaube, sonst wird es eins in der Seele zerfetzen, weil auch die Frage wird ja auch immer gerne gestellt von Moderatoren, bist du noch aufgeregt davor? Mhm. Ich bin vor jedem Auftritt immer aufgeregt und ich glaube, sonst wäre es auch nicht tragbar. Soll auch so bleiben, glaube ich. Definitiv. Und erlebst du das denn so als Bestätigung, ja, ich bin auf dem richtigen Weg? Weil ich glaube, Konkurrenz hast du nicht, ne? Also mit dem, was ich jetzt mache momentan, als Blogger da sein, Videoblog, Vlogger ja eigentlich,
Nee, habe ich nicht. Und was ist so die Mission? Wo soll das hinführen? Also was ist so deine Mission? Weswegen bist du Vlogger? Was willst du erreichen? So eine, weißt du, so ein direktes Ziel habe ich immer nie, weil dafür ändert sich zu viel auf dem Weg zum Ziel, finde ich, momentan ja in unserer Branche gerade. Aber so mein Hauptziel ist einfach so, dass sich jeder Friseur glücklich fühlt und vor allen Dingen auch, dass er den Friseurberuf schätzen lernt, denn das ist halt nun mal ein toller Beruf. Ich habe mich da so reingefuchst, ich habe ihn lieben gelernt, ich habe meine Kollegen lieben gelernt und das ist so meine Mission, jeden Friseur wirklich zu sagen, er kann stolz sein, Friseur zu sein. Wie wichtig ist Kreativität? Volle Kanne, 100% am Tag. Spielt eine große Rolle. Eine ganz große Rolle. Bei deinen Videos, Freiheit. Bei den Schulungsvideos. Ja, ich möchte mir nicht was vorleben lassen. Ne? So Produkte hochhalten oder sonstiges konnte ich auch noch nie perfekt. Will ich auch gar nicht, habe ich auch keine Lust zu. Dafür habe ich eine Kotterschnauze zwischendurch. Da fällt dann immer mal was raus, was da nicht so reingehört. Aber das macht dich, glaube ich, auch aus, weil das ist einfach authentisch dadurch. Und du hast eine tolle Selbstironie, wenn ich das mal so als Kompliment sagen darf. Und ich finde, du machst noch weitaus mehr als das, was du gerade als Mission formuliert hast. Ja, auf der einen Seite gibst du Friseuren oder gibst du der Branche das Gefühl, wir haben einen wunderbaren Beruf, man muss ihn nur richtig betrachten und das Richtige daraus machen. Aber du brichst ja auch oft genug eine Lanze für die Friseure. Also da geht es ja nicht nur um fachliche Dinge. Gerade jetzt aktuell war ja gewesen eine Reaktion von dir auf einen RTL-Beitrag, der da hieß Waschen, Schneiden, Abzocke. Ein sehr empfehlenswerter Vlog auf deiner Seite zu sehen. Im Übrigen, der ist noch zu sehen, deine Reaktion. Ich habe dann mal den Beitrag gesucht, den finde ich bei RTL nicht. Dann muss man auf Clipfish gehen, da muss man was bezahlen. Und dann habe ich mich gefragt, wer hat eigentlich gerade das Wort Abzocke hier in den Mund genommen? Und da geht es auch um versteckte Kosten in diesem Bericht. Und da habe ich dann allerdings für mich so gedacht, ich glaube schon, dass so die Preistransparenz, und da interessiert mich auch deine Meinung, Preise beim Friseur sind oftmals nicht so transparent, wie sie... Ich glaube, du weißt ja auch mittlerweile, dass es natürlich auch viele schwarze Schafe draußen gibt. Das ist in jeder Handwerksbranche nun mal dabei. Der eine ist gut, der andere ist schlecht. Der andere macht versteckte Kosten und zockt natürlich seine Kunden ab, aber letztendlich bleiben die Kunden da ja auch nicht. Und ich glaube auch bei uns, ich gucke manchmal über den Tellerrand als Friseur, weil ich bin ja nun mal auch ein Friseur. Ja. Wenn ich ins Restaurant gehe, möchte ich eine Menüliste aufschlagen und bei mir hört es bei der dritten Seite auf. Weißt du, was ich meine? Und genauso ist es natürlich auch bei Friseuren. Klar, eine große Transparenz zu haben und das, was du ja auch sagtest, das machen wir mittlerweile auch im Salon, wir bieten ein Gesamtpaket an. Bei uns gibt es das nur zusammen, weil ich habe ja eine Wertigkeit gegenüber Haaren und ich zum Beispiel lasse keine Kunden aus dem Salon rausgehen, die ich frisch blondiert habe, die nicht im Salon bei mir persönlich gepflegt wurde, weil die Pflege fängt im Salon an und hört dann zu Hause auf und geht im Salon weiter. Ja, und ich glaube auch, das ist vorbei, die Zeiten sind vorbei, wo die Leute den Festiger kaufen, also das Raufsprühen vom Föhnen im Salon, sondern sie kaufen einen Look. Ja. Und dieser Look soll einen Preis haben. Und wenn ich dafür Festiger, Haarsprüh oder was auch immer, dann ist das halt einfach dabei und inklusive. Das sehe ich auch als moderne. Und dann entsteht da auch mehr Transparenz, sodass solche Beiträge da nicht mehr passieren würden, denke ich. Auch zumindest dieser Kritikpunkt wegfällt. Wie dein Interesse, sich in Verbänden oder politisch zu engagieren, weil du sorgst ja schon für ein großes Ohr. Also du weißt auch häufig darauf hin, Mensch, die Preise, guck mal hin. Viele sagen zwar, es ist teuer, aber drunter geht's halt nicht. Rentabilität ist ein Problem in der Friseurbranche. Politisch oder in Verbänden sich zu engagieren, ist das was für dich? Mir ist das ja immer manchmal zu steif, das ganze Thema. Langsam fangen sie so ein bisschen an, ne? Man pirscht sich so gegenseitig an. Man hat auch schon die ersten Gespräche mit mir geführt, die auch ganz interessant waren. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, ich rolle gerne das Feld von hinten auf. Weil ein größerer Verband sind nämlich alle Friseure zusammen. Und wenn die langsam endlich mal verstehen, ich muss für meine Leistung als Friseur, das, was ich erbracht habe, auch den und den Preis dafür nehmen, weil ich bin es mir wert, weil ich habe gearbeitet. Ich glaube, dann habe ich auch schon mal gut was getan. Da sind wir auch schon gut bei und jetzt... Manchmal switch ich so in die Richtung. Ich probiere es mal. Ja. Das ist gut so, weil ich glaube, da fehlen auch die Leute, auf die man so hört. Und du mit deiner Bekanntheit kannst auch wahrscheinlich mehr erreichen als manche andere. Friseure und Social Media. Erstmal so die Frage, beruflich bedienst du das ganz ordentlich? Und wie gehst du privat damit um? Also privat. Mit der digitalen Welt, nicht privat, nur mit Social Media. Genau, Social Media allgemein, klar. Also wenn ich jetzt mittlerweile privat unterwegs bin, ich koche mittlerweile mit Social Media, wenn zu Hause was kaputt geht oder ich irgendwas sauber machen muss, wo man Fleck drauf ist, ne, auf unseren schwarzen Klamotten als Friseur meistens ja immer.
dann wird das nachgegoogelt. Also ich lasse das schon so mit einfließen insgesamt. Was ich, wo ich jetzt merke, so für mich, ich privat halte immer gerne so mein privates Umfeld, so was mich wirklich dann ausmacht, auch zwischendurch raus. Das muss auch nicht alles gesehen werden. Ja. Also es gibt immer noch so mein privates Feld für mich, und aber ich zeige natürlich auch schon viel privat. Ja. Und wie oft hast du das Handy, wenn du, gibt's Freizeit? Hast du also Zeiten, wo du sagst, Handy ist jetzt mal aus, ist weg, ich gucke gar nicht drauf, oder ist das ein ewiger Begleiter inzwischen? Ja, ich habe mittlerweile mir eine Regel gesetzt, und zwar befindet sich in meinem Flur eine kleine Handybox. Mhm. Ja, und da muss die dann rein, wenn ich nach Hause komme. Und da bleibt es? Da bleibt es dann auch. Und dann gehst du immer zu der Box und guckst mal nach, ob irgendwo was... Richtig. Ja. Also später dann natürlich mit ans Bett, ne, wenn dann der Wecker klingelt. Okay, also ja. Zwischendurch wird immer mal geguckt. Aber ich glaube, da sind wir alle ein bisschen, oder viele, und ich glaube ich selber auch, ein bisschen schizophren oder zumindest gespalten. So, auf der einen Seite sage ich auch, mein Gott, warum nutzen wir in Deutschland nicht die Möglichkeiten der digitalen Welt einfach viel mehr? Gucke nach Skandinavien, sehe, dass da auch diese ganzen öffentlichen und die amtlichen Dinge inzwischen auf den sozialen Medien gemacht werden können. Und sehr einfach, da kann man Kindergeld, glaube ich, im Internet mal eben beantragen und wird es auch schnell genehmigt. Da schaue ich ein bisschen neidvoll hin. Und auf der anderen Seite, und so geht es, glaube ich, vielen, auch die Angst vor der immer digitaleren Welt, der immer digitaleren Zukunft. So nach dem Motto, was geschieht uns dann noch? Also was passiert dann noch so mit künstlicher Intelligenz? Da ist man ja so ein bisschen hin und her gerissen. Und deswegen finde ich es gut, dass du auch du sagst, wenn Social Media, dann langsam und wie entspannt. Also ein entspannter Umgang mit Social Media für Friseure. Da gibt es ein Seminar, das können wir jetzt nicht machen, und ich will das auch mal in die Kamera halten. Da gibt es extra dieses Seminar, Friseur und Social Media, was du anbietest, und das muss man jetzt auch sagen, das ist die Unterlage dazu. Seminar bei dir ist natürlich nicht analog, sondern hier drauf, also auf diesem Stick. Geht wie lange? 130 Minuten. Okay, gute 2 Stunden. Gehirnwäsche. Und danach weiß ich alles. Ja. Ich glaube, ihr habt ja schon gesagt und gedacht, wo ich das selber angeguckt habe, meine Güte, wenn das sich ein Friseur anguckt, also da wird nicht nur der Kopf rauchen, glaube ich, sondern auch das Telefon oder iPad, wie auch immer, was da bespielt wird währenddessen. Ja, danach sollte man alles wissen. Wenn man es nicht weiß, nochmal angucken, weil dann kriegt man den Rest mit. Kann man ja zurückspulen. Richtig. Und das ist das Schöne, wenn man das auf dem Stick hat. Aber jetzt einfach mal, was ist denn deine Empfehlung? Viele trauen sich an das Thema Social Media nicht ran, weil die sagen, boah, das ist so viel und haben auch viel zu wenig Hintergrund. Mache ich Instagram, mache ich Facebook? Da erstmal so deine Empfehlung? Erstmal das, was du heute schon so oft gesagt hast, jetzt gerade in dem, was du vorher gesagt hast, Angst haben brauchst du gar nicht. Mhm. Hast du vor Zahlen Angst? Hast du vor irgendwelchen Codes oder sonstiges Angst? Ich sage immer, das Internet bespielst du selber. Das heißt, warum willst du Angst haben vor etwas, was du selber bespielst? Mhm. Nur du gibst das rein. Mhm. Diese angesprochene künstliche Intelligenz, die, ne, wo ich ja auch immer noch mal schön nachlese, gibt es ja noch nicht in der Form, so, wo man Angst haben, haben sollte. Aber ich gebe wirklich als Tipp mit dabei, wirklich langsam anzufangen, heißt erstmal eine Facebook-Seite für sich zu kreieren, sich wirklich auch Zeit nehmen und durchzulesen. Nach der Facebook-Seite wird langsam Instagram aufgebaut, man vernetzt sie untereinander mit zusammen, und dann liest man sich so langsam peu à peu ein und fängt langsam an, die richtigen Hashtags zu setzen, die Verlinkung und sonstiges. Wirklich langsam einen dunklen Raum mit einer Glühbirne nach und nach einmal heller. Also, ich fasse mal zusammen. Das Erste, was du gesagt hast, ist, wir fangen mit Facebook mal an. Das ist sozusagen, stopp mal eben ganz kurz, wenn wir ganz vom Anfang anfangen, erstmal muss natürlich eine Webseite da sein. Okay. Das ist die Homebase für den Friseursalon. Ja. Aus der Webseite entsteht definitiv ein Facebook-Account, heißt aber auch keinen privaten, sondern logischerweise eine Seite für deinen Salon, für dein Business. Aus der Salonseite bei Facebook gibt es die Seite, nämlich bei Instagram. Ist nämlich ganz toll, wissen die wenigsten, Instagram und Facebook passen sich ja an. Das heißt, die gehören ja eigentlich ja zusammen. WhatsApp, glaube ich, inzwischen genau, auch. Genau, WhatsApp gehört auch dazu, ne? Wurde ja schön eingekauft. Aber das ist natürlich super, weil die kannst du untereinander schön verkoppeln. Heißt für dich, du musst eigentlich nur noch bei Instagram posten und hast beide Seiten nonstop bespielt. Mhm. Wichtig aber auch immer wirklich, die Homebase ist für mich immer im Internet eine Webseite zu haben. Ja. Okay. Erst Facebook, dann Instagram. Jetzt sagst du langsam einlesen. Was heißt denn das?
Langsam einlesen heißt, viele zum Beispiel wissen gar nicht, was ein Hashtag ist. Ja. Wenn ich sage zum Beispiel Verlinkung, wissen sie es nicht. Wenn ich sage Ortungssysteme bitte anstellen und bitte tragt euren originalen Ort ein, das heißt auch Kunden verorten sich mit euren Salon, wenn sie Bilder zum Beispiel im Salon machen. Mhm. Das meine ich mit einlesen, weil es gibt natürlich einmal die Friseursprache, haben wir alle mal gelernt, und es gibt die Sprache natürlich auch im Internet, die man mittlerweile auch beherrschen muss. Mhm. Und so, da müssen ja auch Bilder drauf. Ja. Was sagst du zu den Bildern? Welche Qualität sollten diese Bilder haben? Das Ding ist, kennen wir beide auch, wenn etwas unscharf ist, ist das blöd. Ne? Ist halt nicht scharf. Ist nicht scharf. Guckt mal nicht drauf. Das ist schon mal der erste Punkt. Also unscharfe Bilder gehen schon mal wirklich nicht mittlerweile. Und dann ist eigentlich der bestgemeinte Tipp, wirklich saubere Friseurhandwerk betreiben, frisch kolorierte Kunden, die natürlich dort stehen, eine komplette Lokalität sich aussuchen im Salon, wo es keinen Schatten wirft, das neueste Telefon draufhalten. Das wäre so die Kurzfassung. Ist aber noch ein bisschen komplex. Aber du sagst schon, das reicht mit dem Handy. Also ich muss mir jetzt kein Fotoapparat, ich habe beides getestet, ein Hintergrund was weiß ich nicht, alles mögliche. Mittlerweile sind die Kameras so gut, dass es auch ein Computer wird irgendwann überflüssig werden. Wir werden alles nur noch am Telefon machen. Über das Handy, okay. Und was aus deiner Erfahrung ist denn interessant? Also wir wollen ja, was erreichen wir mit Facebook? Wir möchten mit Facebook den Endverbraucher erreichen als Salon. Was interessiert den am meisten? Und da denken immer viele, dass es Haare sind. Falsch. Okay. Weil wenn du mal guckst, die Statistiken, die du ja selber siehst, auch auf deiner Seite, wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, die Leute reagieren mehr auf Persönlichkeit. Mhm. Und ich sage ja auch immer so schön, viele Friseure haben es verbaselt mittlerweile, dass die Leute nur wegen den Haaren kommen, wegen der Haarfarbe, einem tollen Schnitt. Nein, die Leute kommen ja explizit zu dir als Friseur, weil sie dich gerne mögen, weil sie dich kennen, weil sie Vertrauen zu dir haben. Und auch genau das Gleiche wollen Endverbraucher mittlerweile im Netz sehen. Das heißt also nicht nur Haare, das wird vorausgesetzt, sonst würden sie nicht kommen, sondern gleichzeitig die Persönlichkeit, also der Friseur dahinter. Blogger sind nicht nur ich jetzt als Influencer, sondern natürlich auch jeder einzelne Friseur. Okay, das heißt also die persönliche Geschichte, also das Weihnachtsessen wird mehr angeguckt als vielleicht die tolle neue Balayage. Natürlich, Balayage, eine Team-Meeting oder? Irgendwo, du bist mit deinem ganzen Team zusammen, das gehört einfach mittlerweile zu einer, man sagt ja auch, die Stories sind ja dazu gekommen, hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne? Ja. Diese 15-sekündigen Videos, die sich jeder anguckt, nach 24 Stunden weg sind. Ja, aber das ist dieses Kurzlebige, wo es hingeht momentan, und da dreht man halt alles komplett einfach mit, heißt wirklich eine Story erzählen über den Salon. Und da geht es ja nicht nur um Haare. Ne? Ja. Und ganz spannend finde ich auch bei dem Zusammenhang, es gab mal daran muss ich mich jetzt erinnern, es gab mal Silvester. Da habe ich mich hingesetzt, ich habe nicht gearbeitet, es war an einem Samstag, das werde ich nie vergessen. Und dann habe ich glaube, einen unfassbar esoterischen Spruch im Internet gefunden, habe ihn dann gepostet für unsere Kunden von zu Hause aus. Parallel haben aber 5 Leute, die an dem Tag gearbeitet haben, sich vor die Tür gestellt und einfach mit dem Edding auf ein Stück Papier geschrieben, wir wünschen Ihnen Happy New Year. Und ich glaube, sie hatten 8-mal so viele Likes wie ich mit meinem, haben wir das dann gepostet. Und da habe ich dann auch gedacht, guck mal an, wir glauben immer, wir müssen viele Informationen transportieren. Witzig ist oder interessant ist aber etwas über uns persönlich. Emotionen zu transportieren. Informationen? Emotionen am Anfang, Informationen im Nachhang, sodass man immer noch mal wieder was mitgibt. Und immer mit Bildern? Also momentan ist es immer noch so im Netz, dass die Bilder nach wie vor die größte Reichweite haben. Ja. Und dann, wenn man wirklich kurzweilige Videos posten möchte, kann man das natürlich mittlerweile in den Stories machen. Mhm. Videos, ja, werden angenommen, aber momentan ist es halt noch so, Bilder laufen definitiv besser im Netz, ja. Text alleine? 2 Zeiler. Und das mehr war's. Nicht. Also so ein Text, schön. Ja. Das ist wieder dann die Homebase auf der Webseite. Das ist ein langer Text für die Leute, die gerne lesen. Ach, ne? Bei Instagram ist es wirklich nur Bild und bei Facebook ist es ein bisschen mehr Text und ein Bild. Und auf der Salonseite sollte halt natürlich ganz viel stehen an Input. Und wie oft schlägst du denn vor, sollte man sich bei Facebook, wenn man den Weg jetzt beginnt, mindestens pro Woche zu sehen? Also einmalig kann ich dir sagen, um alles zu gucken, dass alles perfekt miteinander vernetzt ist, brauchst du so wirklich, wenn du gut bist, 3 Stunden. Na, ich meine, wie oft und soll ich dann, was posten? Nachdem du das gemacht hast, 2-mal die Woche, heißt also, such dir 2 Tage aus, wo du posten willst, 2 Bilder die Woche, das war's. Okay. Und viele Chefs tun sich das schwer, merke ich auch bei mir selber. Und
wir haben jetzt, ich habe bei mir jetzt die Melanie und die Melanie, die kann das super gut und der habe ich dann gesagt, kümmere du dich doch darum. Ja. Und sie kümmert sich darum und ich glaube, das ist auch eine Empfehlung für viele Kollegen. Man muss das alles nicht selber machen, sondern wirklich mal gucken, wer abgeben. Im Team hat denn da auch mehr Ahnung von. Richtig. Wem macht das womöglich auch Spaß? Weil ich glaube, eine Problematik, warum in manchen Salons Social Media nicht stattfindet, ist, weil es dem Chef keinen Spaß macht. Und Dinge, die keinen Spaß machen, die vermeiden wir natürlich und haben immer Ausreden dafür, warum es gerade heute nicht der richtige Tag dafür ist. Aber das weißt du ja selber auch als Unternehmer, ne, Friseurin, wenn das zum Beispiel jemand aus dem Salon macht, wie ich ja auch zum Beispiel bei uns im Salon, ist es ja auch ganz wichtig, das ist eine Zusatzarbeit. Dann frage ich ja auch immer Salonchefs, kriegt denn die Person auch eine Zusatzleistung für die zusätzliche Arbeit im Salon? Das ist auch wichtig. Ich schmeiß das nur mal so im Raum jetzt. Sehr gut. Ne? Zusatzleistung könnte sein, entweder sie macht es während der Arbeitszeit oder wenn sie außerhalb der Arbeitszeit macht, kriegt sie die vergütet, in welcher Form auch immer. Oder halt, was ich auch immer sage, zum Beispiel ab 50 mehr Follower. Ja. Warum gibt es da nicht auch eine Provision? Sehr gute Idee. Hast du noch mehr von diesen guten Ideen? Nein, mehr verratschen. Okay, der Rest, das heißt, den Rest gibt es hier genau. Im Seminar, um da nochmal Werbung auch für dich zu machen. Also, wir fassen nochmal ein bisschen zusammen. Fang mit Facebook am besten an. Also Homepage, davon gehen wir mal aus, dass die da ist. Facebook, dann Instagram noch gleichzeitig bedienen. Bestenfalls jemanden im Team suchen, wo man sagt, hast du da Spaß dran? Dann schauen, dass schöne Fotos produziert werden. Ohne Fotos am besten nichts posten. Fachliche Inhalte sind gut, persönliche Inhalte aus dem Team heraus sind besser. Also da dürfte auch mal die Mitarbeiterin sagen, guck mal hier, das ist im Übrigen mein Lieblingsprodukt und das könnte gepostet werden. Natürlich. Einmal die Woche Minimum, am besten zweimal die Woche etwas posten. Und dann ist es doch wahrscheinlich so, dann gerät man da rein, die Dinge fangen an Spaß zu machen und dann wird es auch mehr. Ist denn aus deiner Sicht, wenn wir uns den Markt mal so angucken, im Moment Social Media überlebenswichtig? Also wenn wir jetzt eine Rangliste machen würden, das Wichtigste an einem erfolgreichen Salon, das Allerwichtigste muss sein A, das Zweitwichtigste B, das Dritte ist C. Wo in dieser Rangliste ist Social Media? An dritter Stelle. An dritter. Was steht auf 1 und 2? An erster Stelle steht für mich sauberes Handwerk, gute Friseure, die es umsetzen. Ja. An zweiter Stelle steht der Salon, weil da kommen ja die Leute hin. Und an dritter Stelle steht für mich sofort Social Media, weil letzten Endes willst du ja auch gesehen werden, nämlich der Salon soll gezeigt werden, plus das tolle Handwerk. Und das freut mich jetzt wieder mal extrem, weil das ist auch so meine These, was du gerade gesagt hast, freut mich wirklich und das ist ja auch nicht abgesprochen, das muss man wirklich sagen, dass du sagst, es kommt an dritter Stelle, weil ich manchmal das Gefühl habe in unserer Branche, viele denken, das ist das Allerwichtigste. Und wir verlassen unsere Tradition so und wir haben so eine wunderbare Tradition. Ich finde sogar, dass wir Friseure der Gegentrend sein können zu dieser digitalen Welt. Sind wir schon. Okay. Aber nicht der Trend, sondern ich glaube eher, dass wir zusammen mitgehen in diesen Trend, mit einfließen. Weil es gehört mittlerweile wirklich für mich seit fast 4 Jahren, seitdem ich das mache, mittlerweile dazu. Ich merke das schon gar nicht mehr, wenn ich meine Stories im Laden mache. Dass unsere Kunden im Laden freuen sich darüber, wenn sie mit in unsere Stories dürfen oder ich sie darauf verlinken kann. Oder, also das fällt nicht mehr auf, das ist Social Media. Es ist einfach im Salon mittlerweile drin. Das gehört bei dir einfach dazu. Aber was ich auch meinte, ist vor allen Dingen, dass das Handwerk so nach vorne gestellt wird. Auch von dir, der Social Media, ich meine, ganz ehrlich, ohne Internet gäbe es dich nicht in dieser Form. Also für dich ist es ein absoluter Booster gewesen. Aber du sagst, im Salon, da gilt das Handwerk und der Service. Schere, Pinsel, Kamm. Und los traumhaft. Ich höre es immer wieder sehr gerne, weil das auch unser Leben ein bisschen leichter macht und viele der Meinung sind, es ist ja alles so kompliziert geworden. Aber wenn wir uns darauf fokussieren, ist es eben nicht mehr so fokussiert. Du hast gerade über das Thema Trend gesprochen. Dazu noch kurz die Frage, was ist denn Trend aus deiner Sicht? Modischer Trend im Moment. Das wollen viele Kunden fragen ja auch, was ist ein Trend? Und dann kommt 2019 ist ein beschissenes Jahr. Was als Friseur, weil du letzten Endes nichts antworten kannst. Du kannst sagen, es ist Long Bob, es ist kurz, es ist der Mulett-Haarschnitt, es ist Pastellfarben, das ist blond. Es ist letzten Endes sagen wir schon seit, glaube ich, fast 2 Jahren oder 2,5 Jahren,
mittlerweile immer noch, Trend ist das, was gefällt, was Kunde wünscht, ja, und natürlich wir dann letzten Endes umsetzen. Aber also ein Haupttrend gibt es schon lange nicht mehr. Es wird gemixt, bis der Arzt kommt. Ne? Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass durch die sozialen Medien so viele Einflussnehmer sind, die sagen, das ist Trend, das ist Trend. Manchmal ist es auch widersprüchlich. Früher gab es zwei große Magazine, die haben der Welt erklärt, was der Trend ist. Heute gibt es so viele, die darauf Einfluss nehmen. Und ich glaube, es geht auch gar nicht um Trend, sondern um Persönlichkeit. Die Persönlichkeit der Kundin oder des Kunden nach vorne zu stellen und nicht einen Trend aufzusetzen. Aber wobei ich dir sagen muss, jetzt, wenn wir mal drüber sprechen, du kannst es auch verallgemeinern. Ich glaube, der Trend ist aktuell schnelle Veränderung. Ja. Mal zwischendurch etwas Neues machen. Ja. Das heißt, nicht sich festigen auf eine Haarfarbe oder eine Technik oder eine Länge, sondern wirklich schnell mal zwischen mehreren Sachen hin und her switchen, mehr ausprobieren. Ja. Getrieben sich auch durch die Promis, die das ja auch natürlich tun. Früher waren die ja immer gleich. Also früher sahen die eine Mireille Mathieu oder wenn ich ganz... Einmal fertig. Immer alle sahen sie gleich aus und heute, Madonna hat das, glaube ich, mal gebrochen. Ja. Die war dann mal kurz, die war lang, die war mal dunkel, die war mal blond und dadurch denken unsere Kunden natürlich auch. Und das ist ja auch ein Thema, was du schön behandelst. Denken unsere Kunden immer, ja, ich gehe mal zum Friseur und heute mache ich mich mal blond, obwohl ich gerade schwarz bin. Genau. Davon bist du großer Fan von diesem Verein. Du doch auch, oder? Ja, natürlich. Vor allem, wenn wir dann Ergebnisse sehen hinterher, wo es so aussieht, als sei es mal eben gemacht worden und dazwischen liegen 3 Wochen auch manchmal. Wenn nicht sogar länger. Oder noch länger. Da hattest du mal von einem prominenten Beispiel sogar erzählt, wo 3 Monate, glaube ich, dazwischen lagen. 3 Monate lagen zwischen den Bildern. Aber es wurde ein Video dargestellt, dass man dachte, das war vorher, nachher sozusagen an einem Tag. Auf einem Vlog habe ich gesehen, da appellierst du an die Friseure, tut mal was für euch selber. Mhm. Weil so den ganzen Tag stehen und atmen, Blondierung einatmen. Was tust du denn für dich? Ja. Schön, dass du da direkt so spontan drauf antworten kannst. Genau, ja. Nein, ich versuche zwischendurch wirklich zu laufen. Ne? Definitiv, jetzt fängt es auch langsam wieder wohin an. Ich kann direkt joggen. Joggen, ich kann direkt aus die Tür gehen und kann einmal durch den Park laufen. Das ist auch so für mich zeitlich begrenzt, war es momentan wirklich sehr extrem, weil ich so viel unterwegs war. Aber ich fange damit jetzt definitiv wieder an. Und weißt du, was ich schön finde? Da. Einfach zwischendurch mal mit seinen Freunden am Tisch sitzen und nur Quatsch erzählen. Ist das schön? Ohne Telefon. Handy weg. Ja. Ah, Appell an die Menschen da draußen. Handys weg. Redet mit den Leuten, die euch gerade gegenüber sitzen. Und nicht mit denen, die nicht mit am Tisch sitzen. Daniel Golz, bleib bitte genauso authentisch, wie du bist. Bleib bitte so selbstironisch und so unterhaltsam und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke für das Gespräch. Danke. Und danke natürlich auch an Sie. Und Sie wissen, Ihre Meinung interessiert uns brennend, weil wir wollen gut für Sie sein. Danke fürs Zuschauen.